meine Präsentation erstellen. In Impress. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie eine eigene Präsentation in Impress erstellt werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. In Teil 1 der zweiteiligen Videoserie haben wir eine Masterfolie erstellt und als Vorlage mit dem Namen LibreOffice Werbung gespeichert. Diese Vorlage wollen wir nun für eine Präsentation benutzen. Wir öffnen Impress und unsere Vorlage. In der Dialogbox Wählen einer Vorlage suchen wir die Vorlage LibreOffice Werbung und klicken auf die Vorlage LibreOffice Werbung und dann auf Öffnen. Mit der geöffneten Folie beginnen wir unsere Präsentation. Präsentation speichern. Als erstes wollen wir unsere Präsentation speichern. Wir klicken auf Speichern. In der Dialogbox Speichern untergeben wir als Dateiname meine Präsentation 01 ein und klicken Speichern. Überschrift und Text für Folie 1. Im Überschriftenfeld tragen wir in Großschrift ein, die Freiheit. In das Textfeld in der Mitte schreiben wir ebenfalls in Großschrift. LibreOffice 6, das freie Office-Paket, von dem die LibreOffice-Community mehr als 12 Jahre geträumt hat. Wir markieren den Text und wählen Fett und Kursiv aus. Für die Zeichenfarbe wählen wir Hexadezimal 5F4697 aus. Hintergrundbild für Folie 1 einfügen. Im Folienbereich klicken wir mit der rechten Maustaste auf Folie 1 und wählen Einstellungen aus. Wir wählen den Tab Hintergrund und den Button Bild. Wir klicken auf den Button Importieren. In der Dialogbox Import wählen wir das Bild LoWeb 1. PNG und klicken auf Öffnen und anschließend auf OK. Bei Stil wählen wir gestreckt. Wir wählen den Tab Transparenz und klicken auf die Auswahl Transparenz und tragen 85% ein und OK. Folie 2 erstellen. Im Menü klicken wir auf Folie, neue Folie. Überschrift und Text für Folie 2. Im Überschriftenfeld tragen wir in Großschrift ein, mehr als eine Office Suite. In das Textfeld in der Mitte schreiben wir, die Gemeinschaft hinter LibreOffice ist das Herz des Projekts. Wir markieren den Text und wählen Fett und für die Zeichenfarbe wählen wir wieder Hexadezimal 5F4697 aus. Wir schalten die Aufzählungszeichen aus und klicken auf die Symbole mittig ausrichten und zentriert ausrichten. Hintergrundbild für Folie 2 einfügen. Im Folienbereich klicken wir mit der rechten Maustaste auf Folie 2 und wählen Einstellungen aus. Wir wählen den Tab Hintergrund und den Button Bild. Wir klicken auf den Button Importieren. In der Dialogbox Import wählen wir das Bild LoWeb 2. PNG und klicken auf Öffnen und anschließend auf OK. Bei Stil wählen wir gestreckt. Wir wählen den Tab Transparenz und klicken auf die Auswahl Transparenz und tragen 85% ein und OK. Folie 3 erstellen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf Folie 2 und wählen Folie doppeln aus. Überschrift und Text für Folie 3. Die Überschrift belassen wir. Den Text in der Mitte markieren und wir schreiben. LibreOffice wird von der LibreOffice-Gemeinschaft, Community, unter dem Dach der gemeinnützigen Stiftung, The Document Foundation, TDF, entwickelt. Folie 4 erstellen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf Folie 3 und wählen Folie doppeln aus. Überschrift und Text für Folie 4. Die Überschrift belassen wir wieder.
Den Text in der Mitte markieren wir und schreiben. Die meisten Mitglieder der Gemeinschaft sind ehrenamtlich tätig. Folie 5 erstellen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf Folie 4 und wählen Folie doppeln aus. Überschrift und Text für Folie 5. Die Überschrift markieren wir und tragen in Großschrift ein, das hole ich mir. Den Text in der Mitte markieren wir und schreiben. https://de.libreoffice.org. Den Text markieren wir wieder und wählen Schriftgröße 60 und schalten Fett aus. Wir klicken auf das Symbol oben ausrichten und wählen als Schriftfarbe hellblau 1 aus. Nun klicken wir auf das Symbol Bild einfügen. Wir wählen das Bild Low-Webseite Download aus. Das Bild passen wir noch in der Größe und Position an. Hintergrundbild für Folie 5 einfügen. Im Folienbereich klicken wir mit der rechten Maustaste auf Folie 5 und wählen Einstellungen aus. Wir wählen den Tab Hintergrund und den Button Bild. Wir klicken auf den Button Importieren. In der Dialogbox Import wählen wir das Bild lowweb03.png und klicken auf Öffnen und anschließend auf OK. Bei Stil wählen wir gestreckt. Wir wählen den Tab Transparenz und klicken auf die Auswahl Transparenz und tragen 85% ein und OK. Präsentation speichern. Wir klicken auf das Symbol Speichern. Alle Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter